Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel. Ich bin zurück. Sollte auch ins Fenster klicken. Ich habe ein paar Informationen, ein paar von den Informationen, die du wolltest. Was wird denn so geredet? Nichts wirklich Gutes. Nachdem wir die Zukunft gegangen sind, nun Self und seine Freunde brachten die Zahnräder der Zeit zurück an die ursprünglichen Plätze. Jeder war glücklich, weil man dachte, die Zeit würde danach wieder normal funktionieren. Aber die Zeit stand weiter still an diesen Orten. Und damit nicht genug, so erzählt man sich auch noch, dass die Zeit an mehr und mehr Orten anhält. Ja, stimmt das? Ja, alle sind bestürzt und besorgt, weil niemand weiß, woran das liegt. Reptane, weißt du, was das zu bedeuten hat? Wenn die Zeit in einem immer größer werdenden Gebiet anhält, dann kann es nur eins bedeuten: Der Zeitturm beginnt zusammenzubrechen. Der Zeitturm bricht zusammen? Korrekt. Der Zeitturm gibt sich der Zeitstruktur. Wenn er also zusammenbricht, dann bricht die Zeit selbst in einem sich ständig ausweitenden Gebiet zusammen. Das ist schlecht. Das Problem wird dringlicher. Die Lähmung des Planeten schreitet schnell voran. Was? Aber da müssen wir uns beeilen. Na, das stimmt. Wenn wir uns nicht beeilen, ist der Planet bald völlig gelähmt. Es gibt jetzt nur einen Weg. Wir können die Zerstörung der Zeit aufhalten, wie wir die Zerstörung der Zeit aufhalten können. Wir müssen die Zahnräder der Zeit einsammeln. Und wir müssen sie in den Zeitturm einsetzen, wo die Alga lebt. Aber es gibt ein Problem dabei. Der Zeitturm liegt an einem Ort, welcher das verborgene Land genannt wird. Wie der Name schon andeutet. Niemand weiß, wo dieses verborgene Land ist. Aber wir haben keine Zeit mehr. Ja, das stimmt. Darum sollten wir uns bis auf Weiteres aufteilen, denke ich. Ich werde die Zahnräder der Zeit einsammeln. Ich möchte, dass ihr in der Zwischenzeit nach dem verborgenen Land sucht. Ja, verstanden. Ist das okay, Doki? Ja, klar. Nein, ist alles klar. Du gibst die Kommandos. Das verborgene Land liegt vermutlich irgendwo in dieser Welt. Leider gibt es keine Hinweise darauf, wo es genau liegt. Wenn man bedenkt, dass es bis jetzt noch keiner entdeckt hat, man sollte wohl annehmen, dass es recht weit weg ist. Vielleicht müssen wir sogar den Ozean überqueren und Wege finden, wie das zu bewerkstelligen ist. Den Ozean überqueren? Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, könnte. Ich verlasse mich auf euch. Okay, ich mache mich auf, die Zahnräder der Zeit einzusammeln. Viel Glück. Okay. Also, wir sollten uns auch auf die Suche machen. Lass uns das verborgene Land finden. Also, wo sollen wir mit der Suche beginnen? Warum denken wir fürs Erste nicht darüber nach, wie wir über den Ozean kommen? Naja, schwimmen. So, irgendwie. Würde ich sagen. Nun, wir sind zufällig gerade am Strand, also. Es ist aussichtslos. Ein Weg über den Ozean. Mir kommt nichts in den Sinn. Mann, ich habe zugestimmt, das nach dem verborgenen Land zu suchen, aber wo sollen wir deiner Meinung nach mit der Suche beginnen? So, sorry. Und Zeit haben wir auch keine. Das stimmt, wir haben kaum Informationen, die uns weiterhelfen könnten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das verborgene Land so schnell wie möglich ausfindig machen. Wir müssen den Zeitturm finden und dann die Zahnräder der Zeit einsetzen. Wenn uns das nicht gelingt, wird unser Planet gelähmt sein. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Und um das zu tun, naja, wir haben keine Wahl. Wir brauchen die Hilfe der anderen. Das ist es. Ich erzähle es, Dragon. Wir müssen der Gilde fragen. Ja. Auf zur Knödelhof-Gilde. Wie bitte, du willst zur Knödelhof-Gilde gehen? Aber warum? Wir sind vor jedermanns Augen verschwunden. Erinnerst du dich? Na gut, ich wette, die machen sich alle schon ernste Sorgen um uns. Und ich vermisse alle dort auch. Aber alles, was wir in der Zukunft gesehen haben. Alles über Red Same, über uns, über Zwölfinst. Und sogar über deine Vergangenheit, Doki. Wenn wir das der Gilde erzählen. Wie sollen sie uns glauben? Was meinst du, Doki? Glaubst du, dass uns alle in der Gilde glauben werden? Sie werden uns glauben, definitiv. Du denkst, sie werden uns glauben? Nun, das sagst du so, Doki, aber es gibt keine Chance, dass sie uns glauben. Immerhin sind wir alle in dieser Welt davon überzeugt, dass Reptane der Böse ist. Und sie glauben, Zwölfens sei ein richtig gutes Pokémon, nicht wahr? Jeder hat eine besonders hohe Meinung von Zwölfens. Ich habe die Zukunft gesehen. Aber ich wollte die Wahrheit über Zwölfens immer noch nicht glauben.
ob sie akzeptieren könnten, wenn wir alle die Wahrheit sagen würden. Es stimmt. Was Dragon sagt, stimmt. Vielleicht glaubt uns niemand, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen. Aber wir müssen es trotzdem tun. Was? Wir sollten es ihnen trotzdem erzählen? Na, warum? Sie würden uns vielleicht nicht glauben, richtig? Yo, mega Lex, what the fuck? Aber wir sollten es ihnen trotzdem erzählen. Erzählen? Ja, erzählen wir es ihnen. Aber warum? Wie kommst du darauf? Wir brauchen jedermanns Hilfe. Jedermanns Hilfe? Ich verstehe. Wir können das verborgene Land nicht alleine finden. Wir brauchen wirklich jedermanns Hilfe. Wenn wir ihre Hilfe nicht bekommen, fehlt uns die Zeit, um die Lähmung des Planeten zu verhindern zu können. Doki. Okay, du hast recht. Lass uns zur Knuddelhof-Gilde gehen. Ja, Mann, machen wir. Dragon! Gehen wir zur Gilde zurück und erzählen all die Wahrheit. Ich bin sicher, dass alle schockiert sein werden. Aber sie werden es bestimmt auch verstehen. Gehen wir nach Hause. Zurück zur Knuddelhof-Gilde. Ja, Mann. Machen wir. Machen wir. Nein, nicht speichern. Kapitel 17. Die Gilden-Crew. Wir sind bald fertig mit dem Let's Play, Leute. Heilige Scheiße. Na, noch lange nicht eigentlich. Wir müssen noch die ganzen Bonus-Missionen spielen. Bonus-Episoden. Na, wären wir, Doki. Knuddelhof-Gilde. So fühlt es sich an. Es fühlt sich an, als wären wir lange weg gewesen. Aber jetzt, da wir wieder hier sind, ist es irgendwie schwer, da hineinzugehen. Immerhin wurden wir plötzlich allen entrissen, die zugeschaut haben. Es wäre irgendwie seltsam, einfach so aufzukreuzen. Nein, wir sollten uns jetzt nicht so anstellen. Wir müssen uns mit allen treffen und ihnen die Wahrheit erzählen. Okay, ich stelle mich über den Wachposten. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Welchen Fußabdruck, welchen Fußabdruck? Fußabdruck ist von... Der Fußabdruck ist von... Hey, stimmt etwas nicht, Dicker? Antworte, antworte! Ja, was? Hey, Dicker! Wohin verkriechst du dich denn? Dieser Fußabdruck... Es ist Dragon. Was? Was? Es ist Dragon. Und Doki ist auch da. Dicker, lange nicht gesehen. Ah, was ist das? Ah. Hey, es stimmt. Oh, weia, oh, es sind wirklich Doki Dragon. Ihr beide lebt! Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Ich bin... Oh, Donnerwetter, oh ja. Lags ohne Ende. Leute, wir sind zu Hause. Das Plaudergei. Und Knuddelhof. Oh, willkommen daheim, Dragon und Doki. Yay. Was? Was war das gleich? Nur einen kleinen Moment. Ich will das nicht falsch verstehen. Okay. Ich fasse eure Geschichte bis hierhin zusammen. Erstens, Reptane ist eigentlich ein gutes Pokémon. Und er sammelt die Zahnräder der Zeit, um die Welt zu retten. Ja. Und der große Zwölferz hat nur vorgegeben, nett und hilfsbereit zu sein. Aber eigentlich soll er ein böser, durchtriebener Feigling sein. Obwohl ich nicht wirklich böse und durchtrieben gesagt habe. Also war Doki in Wirklichkeit der Partner von Reptane? Ja. Also wollte Zwölferz sowohl Doki als auch Reptane loswerden. Warum nahm er sie mit in die Zukunft? Ja, und mich auch. Dann seid ihr Zwölferz und so gerade eben entkommen. Und ihr habt auch es aus der Zukunft und so gerade eben zurück nach Hause geschafft. Ja. Und schließlich wird dieser Planet bald gelebt sein. Und um das zu verhindern, darum sammelt Reptane also wieder Zahnräder der Zeit. Währenddessen sucht ihr nach dem verborgenen Land. Ist das eure vollständige Geschichte? Ja, das war alles. Doki und Dragon, ihr müsst schlecht geträumt haben. Was? Warum geht ihr nicht erst einmal auf euer Zimmer und ruht euch etwas aus? Was? Eine Sekunde. Du denkst, wir lügen? Was wir euch gerade erzählt haben, ist die reine Wahrheit. Sicher. Ich bin sicher, ihr beide seid total erschöpft. Nach einem kurzen Nickerchen geht das wieder. Das hat nichts damit zu tun, Plaudergei.
Wir sagen wirklich die Wahrheit. Na, das reicht erstmal. Sag mal, ist irgendwas an der Geschichte dran, das im Entferntesten glaubwürdig ist? Ein Ort namens Verborgenes Land. Ich bin der Leiter der Informationsdienstes hier und habe noch nie von einem solchen Ort gehört. Nebenbei bemerkt, ist der große Zweifel viel zu lebenswürdig, um etwas von dem zu tun, was ihr ihm vorwerft. Meine Stimme ist echt gerade. Nun ja, ich konnte die Wahrheit über Zweifel auch nicht glauben. Es war ein Riesenschock und es war wirklich schwer zu akzeptieren. Aber... ich will nichts mehr davon hören. Euer Gerede interessiert mich nicht. Der große Zweifel ist ein Bösewicht. Das ist einfach unvorstellbar. Mal ganz ehrlich, denkt ihr zwei nicht genauso? Aber wie kann irgendjemand den großen Zwerfels ernster für einen Bösewicht halten? Na, ich schütze Zwerfels sehr. Ich kann das nicht glauben. Seht ihr? Da sind alle sich alle einig. Aber. Hä? Was ist denn so, Flora? Etwas verstehe ich daran nicht. Das eine Mal, als der große Zwölfens vor der Rückkehr in die Zukunft stand. Es ist noch zu früh, um sich zu verabschieden. Tschung! Wah! Ihr zwei, kommt mit mir. Wah! Oh meine Güte, oh ja, oh Dragon Toki. Was ist gerade passiert? Meine Stimme. Aber Zwölfens damals tat. Boah, es war seltsam, egal wie man dazu steht. Wirklich? Glaubst du das tatsächlich? Glaubst du nicht, dass Doki und Dragon persönlich in das dimensionale Loch gefallen sind? Keinesfalls! Zwölfens griff nach Dragon und Doki und zerrte sie hinein. Hey, das stimmt. So habe ich es auch gesehen. Hey, was passiert ist, war wirklich seltsam. Oh meine Güte, oh, ich habe mich echt gefragt, warum Zwölfens so etwas getan. Oh, hi. Falls wirklich zutrifft, was Dragon sagt, dann ergibt das Handeln von Zwölfens auch auf einmal Sinn. Was? Warte mal. Das denkt ihr nicht wirklich, also. Wollt ihr damit sagen, dass ihr überhaupt von Dragon Toki Glauben schenkt? Nun, wie lautet die Antwort? Ich glaube ihn. Was hast du mir gesagt? So wie die Zeit überhaupt, das heißt jetzt, dass der große Zwölfens der Bösewicht ist. Donnerwetter, ich hatte ja sicherlich eine hohe Meinung vom großen Zwölfens. Die ganze Idee klingt abenteuerlich, wenn man so will. Aber eine Sache ist hierbei wichtiger. Toki und Dragon sind wichtiger. Warum? Darum glaube ich. Was Dragon und Toki sagen? Was? Pitiza. Hey, ich glaube ihn auch. Ich auch, auweia. Immerhin. Oh Gott, meine Stimme, ey. Immerhin. Sind sie unsere Gildenkollegen? Okay, Krebskor, unser Flora. Ich glaube ihnen. Ich auch. Und ich erst. Es ist falsch, an unsere Kollegen zu zweifeln. Wir bauen auf Vertrauen. Danke, Leute. Danke, dass ihr uns glaubt. So, Hallöchen. Dann sind wir uns ja einig. Ja, huch. Wir alle glauben unseren Freunden. Das ist super. Lasst uns anfangen, nach dem verborgenen Land zu suchen. Holla, jetzt halt mal einen Meister. Was ist, stimmt denn nicht? Wir sind nicht alle einig, oder etwa doch? Wir haben keine Probleme mit der Geschichte. Aber vermutlich ist Plaudergeil nicht überzeugt. Da ist das alles. Macht euch über Plaudergeil keine Gedanken. Ja, wie bitte? Plaudergeil ist überzeugt, richtig? Ja, wie bitte? Weil Plaudergeil die Geschichte von Dragon von Anfang an geglaubt hat. Richtig, Plaudergeil? Sein Ernst? Was? Oh, wie seltsam. Nun, Geldmeister, dich kann man einfach nicht täuschen. Ich gebe es zu. Ja, ich habe Tokyo Dragon von Anfang... Doki und Dragon ihre Geschichte von Anfang an geglaubt. Was? Wirklich? Aber wenn ich sofort gesagt hätte, dass ich ihnen glaube, dann wären mir einfach alle gefolgt. Ja, was soll das? Alles? Darüber habe ich dagegen argumentiert. Ich sollte eure Freundschaft auf die Probe stellen. Oh meine Güte, ganz bestimmt. Aber ohne Zweifel war ich von der ersten Minute an überzeugt.
Ich wusste, dass sicher alle ihre Kollegen glauben werden. Was sagst du? Jo. Doki, Dragon, ich glaube euch, ihr seid eine guten Freunde und Gildenkollegen. Jetzt hör mal zu, Leute. Die Zeit bleibt an immer mehr Orten stehen. Wenn ich die Geschichte von Dragon und richtig verstanden habe, dann ist unsere Welt in Gefahr. Das bedeutet, wir müssen handeln. Black. Unsere Zeit ist gekommen. Im Namen der Knuddeluff-Gilde, wir werden unsere Kräfte vereinen. Fusion! Wir werden das verborgene Land entdecken. Das machen wir, Leute. Los! Jura! Plaudergeil! Ja, jawohl. Okay, Leute. Ab sofort widmen wir uns der Arbeit der Entdeckung des verborgenen Landes. Wir müssen außerdem alle wissen lassen, was in unserer Welt geschieht. Es wird hektisch. Wir müssen alle hart arbeiten. Oh, ich werde das ganz sicher. Ich schau mal Schatz da vorbei. Oh ja. Ich werde die Neuigkeiten überall verbreiten, oder bitte? Na, ich geh auch. Wir müssen Turbots und seine Freunde informieren. Falls sie wieder zurück an ihren Seen sind, könnten sie versuchen, Reptile aufzuhalten. Hey, dann werde ich es ihnen erzählen. Okay, ja, dann such bitte nach dem verborgenen Land. Ja. Bin ich zur Flora und die anderen. Wenn ihr fertig seid, dann sammelt bitte Informationen zum verborgenen Land. Oh ja, natürlich, oh ja. Ja, wir beeilen uns. Wir werden das verborgene Land zusammenfinden. Luffy! Hurra! Alles klar, zeigen wir, dass wir Mummeniknochen haben. Hey, hey. Yeah. Es tut mir leid, dass ich keine Informationen zum verborgenen Land habe. Aber vielleicht weiß der weise Kurtel, der Dorfälteste, etwas. Kurtel, der Dorfälteste? Es ist das älteste und weiseste Pokémon von Schallstadt. Er liebt die heiße Quelle, deswegen hält er sich immer dort auf. Ich bin sogar ziemlich zuversichtlich, dass ihr ihn bei der Eisenquelle findet werdet. Oh, ich erinnere mich. Oh, nicht schon wieder eine so. Oh, Rückblende. Oh, meine Güte, ihr wurdet vom Wasser hergetragen. Was für eine lange Reise. Lasst die heiße Quelle eure Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Eifer macht. Na, gute Idee, das machen wir. Vielen Dank von euch. Das ist das. Dieses nette alte Pokémon, das wir getroffen haben. Ihr solltet euch die Weisheit seiner Jahre zunutze machen. Frag Kurtel um Rat. Als wir das erste Mal zur heißen Quelle gegangen sind, mussten wir durch die Wasserfallhöhle, Doki. Gehen wir vorwärts zur heißen Quelle. Aber zuerst. Es wird spät und außerdem, ihr müsst Hunger haben. Ja, hoch. Mein Magen hat geknurrt. Haha, deiner auch, Doki. Yeah. Ihr solltet zu Abend essen. Und dann solltet ihr ordentlich schlafen. Morgen können wir uns alle an die Arbeit machen. Hey, ihr Magen von Jokai wieder geknurrt. Oha, habt ihr das gehört, Leute? Oh, komisch. Okay, dein Magen hat voll Palimpalim angeknurrt, was? Ich will den Part beenden. Die Legs gehen mir auf Eier. Ich muss nochmal Einstellungsänderungen vornehmen. Eieiei. Das laggt ja mal mega. What the fuck? Lol. Oh nee. Außerdem tun meine Ohren mega weh. Ich will eigentlich beenden einfach nur diesen Part. Es ist so lange her, dass wir in diesem Zimmer waren. Ich habe endlich das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Weißt du, ich bin froh, dass alle unsere Geschichte glauben konnten. Ich hatte einen kleinen Kloß im Hals. Lass uns morgen zu Kurtel gehen und ein paar Informationen von ihm besorgen. Machen wir morgen weiter, Doki. Ja, machen wir. Oh, endlich. Gut, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.